So fuck, jetzt ist. Ich weiß gar nicht. 2 in der Früh oder sowas und da fahren wir hier voll das Rascheln. Schau ich raus. Da vorne raschelt es die ganze Zeit beim Rahl, bis deppert, Vollgas. Ist einer mit der. Alter, fuck, bin ich jetzt nervös gewesen, bis deppert. Ist einer mit der Sturmmasken. Der fährt da gerade 4 bei meinem Rahl gewesen und es raschelt Vollgas die ganze Zeit. Boah, Alter, ich bin komplett. Aus dem Häusl. Der Hund wollte mir Rahl fladern. So ein Wichser, Alter. Aber der Hund schaut gescheit wieder aus. Der Hund, der fährt da vorne. Bis deppert, Alter, hat das. Boah, der ganze Bus hat es gewagelt, ne? Der Hund, der kommt sicher zurück, ne? Jetzt muss ich mir einen anderen. Blutsucher, alter Schwede, bis deppert. Oh, fuck you, man. Leck mich am Arsch. Zieh dich da vorne, jetzt muss ich wirklich wegfahren. Wohin? Das weiß ich nicht. Der Hund, ey, ich hab das Fenster aufgemacht, hab Vollgas gelupft. Hab voll durchgedreht, dann ist er weggegangen. Am Anfang hätte ich gemeint, Alter, was tut er denn jetzt? Wollte er jetzt ein Messer raus oder wer er noch geschaut hat mit dem Auto? Ja. Das sind so Reibersgeschichten. Fuck. Jetzt muss ich auf jeden Fall wegfahren, weil. So ohne hat der nicht ausgeschaut, der Teufel. Ja, wir sind da auf dem Parkplatz, weil morgen der Wettkampf ist. Dass dort sowas passiert eigentlich, hätte ich auch nicht gemeint. Mit der Taschenlampe vor da haben wir da oben der Kasperl. Aber ja. Was soll's, hilft eh nicht, ne? Wir hören sie auf jeden Fall. Heilige Maria. Jetzt sind wir zu einem anderen Parkplatz gefahren. Der Hund ist mir jetzt wieder entgegengekommen, hat das Auto angestellt, wollte sich anschleichen. Alter, fuck, da ist wie ein Kotz am Marschspiel jetzt. Ja, wenn ich wüsste, dass er keine Waffen hat oder so, dann war das eh kein Problem, nicht, ne? Alter. Heute schlafe ich nicht mehr, glaube ich, bist du deppert. So, jetzt haben wir uns ein wenig einen sicheren Platz gesucht. Bei der Tankstelle. 2 nochmal weitergefahren, ein Stück so. Ja, war nicht 1 Kilometer weg von dem Platz. Vor allem stehe ich Motor. Ich wollte mich wieder ins Bett legen und vor allem kommt der Mann wieder daher. Bis der wieder fast einen Herzinfarkt kriegt. Wenn du komplett in Tiefschlaf bist und dann rüttelst die ganze Zeit in deinem Bus, fragst dich, was da los ist, dann wäre mich da einer der Rahl fladern. Ich weiß nicht, ob es gescheiter gewesen ist, ob es einer da hat oder. Ob es echt gut war, dass draußen war, weil sonst war einer gekommen, auch der Teufel. Wahnsinn, ich hab mir dann angeschaut, wie ich gelobt hab, der hat weiter da. Und dann auf einmal hat er mich angeschaut und war nicht irgendwas, hat er gesagt, wie, ja, was ist jetzt? Also wirklich. Das ist ein wilder Teufel, weil man weiß ja nicht einmal, wie viele Leute das in den Camper sind. Außer ich habe mich vorher schon irgendwo gesehen.
wenn es halt gescheit morgen wäre, dann sieht man einfach wieder, was sich auf dem Morgen alles ausschlagt. Bist du narrisch. Ja. Ich bin froh, dass ich so ein gutes Geschloss habe, aber sonst war das Rallye jetzt weg. Jetzt haben wir sich ein wenig einen Kaffee einmal geholt und ein wenig was zum Stärken. Das Neue wäre gescheit bald in der Früh eigentlich. Jetzt bin ich aber eine halbe Stunde weggefahren, den Lauf. Muss ich leider auch sagen, das ist mir ein wenig zu riskant, muss ich sagen. Ja. Aber das ist einfach ein gescheiter Kick, bist du, da bist von 0 auf 100, da bist du munter. Legst mich du am Arsch. Das gehört auch dazu, ne? Die Schattenzeiten. Verrückt, ich war komplett tausend Häusel da und leicht überall im Wald rein, nur mit der Taschenlampe und ist nicht einmal gescheit weggefahren. War ich nicht, ein professioneller Räuber. Geredet hätte ich gern mit ihm. Wie viel das er da macht in der Woche oder im Monat, aber. Wenn man nicht weiß, wenn man da vor sich hat, ne? Wahnsinn. Ja, ich lasse mir es jetzt gut gehen. So, herzlich willkommen im Bus. In dem schönen Wellnessbus da. Ich hab mir das Video nochmal angeschaut, wie mir die eine überfallen wollte, also das Rad stellen wollte. Das war direkt komplett danach einfach, was ich da für eine Wirstzeit geredet hab, da war ich noch komplett schlafdamisch. Aber da seht ihr es einmal, wie man da wirklich ist, wenn sowas passiert. Wenn er dich aus dem Schlaf aufweckt, da hab ich geschlafen. Da draußen ist das Rad gewesen, das sieht man jetzt nicht, alles gefriert. Wachst auf und auf einmal siehst du mit der Sturmmassen, das sind ca. 20 cm oder so, was der weg ist. Es war schon ein bisschen narrisch. Aber taugt mir irgendwie, dass ich das einmal sehe, wie da wirklich war. Komplett. Komplett weg vom Fenster bei dem Video. Nasen hat es mir auch ein wenig gefangen. War nicht so ein schönes Lagenthema, das ist von der Köln, glaube ich. Da muss ich echt ein wenig schauen, da hat es jetzt minus 2,5 Grad im Bus. Aber ist schön irgendwie. Also schön nicht, aber der Winter ist schön. Da haben wir das Wasser, alles voll Eis, das hat mir alles gefriert, der ganze Abfluss, Wasser rinnt nicht mehr. Da müssen wir sich echt was überlegen. Das Schwarz ist einfach ein Stringer, bist deppert. Du magst einfach nichts trinken da, wenn es so kalt ist. Das Wasser auch so kalt, das tut so weh bei den Zähnen. Aber das ist echt verdammt wichtig, weil wenn du da umfällst, da frierst. Und jetzt schauen wir mal raus. Es ist ein schönes, schau, bist du narrisch. Herrlich! Und der geht noch halb, der Teufel. Einig frieren tut es auch so. Da, das ist alles innen, das ganze Eis. Alles innen gefriert. Zack, die, dass da so frisch wird. Und das nächste, das Geschloss bringe ich auch nicht mehr auf, vom Rad. Mit dem hat es der eine wahrscheinlich nicht geschafft, dass er das Schloss knackt. Alles eingefriert. Aber der See. Bist du narrisch, einfach ein Hammer. Schon ein Traum. Wenn es nicht so kalt war im Bus. Der Heizstrahler geht auch nicht mehr, leider. Der zündet nicht mehr. Ist auch ein wenig zu frisch. Und das Ärgste ist einfach,
in der Früh stehst du auf, willst laufen gehen. Dann musst das kalte, nasse Gewand vom Vortag musst dann anziehen, bis du einmal in das Schwimmen kommst. Aber ja, es ist einmal so, ne? Es ist schon schön. Sehr, sehr schön, muss man sagen. Jetzt haben wir dann Training, also zweites Training mit einem richtig starken Läufer, also ein Profi von Schweden. Ja, ich hoffe, die haben wir duschen für mich, weil sonst schaut es mager aus. Nach dem Laufen muss ich mich da immer ein wenig waschen, weil am Wassertank hat es auch gefriert oben. Da geht auch nichts mehr. Ja. Schauen wir, dass mein Nasal wieder wird. Und dann geht's weiter. Ich hoffe, er überlebt. Eckle. War schade um ihn, den Teufel. Boah, legst mir am Arsch. Ja, schauen wir wieder. Dann wird sie nur ein wenig aufwärmen und dann geht's dahin. Man hört sie auf jeden Fall.